Mobilität und Technik aus zwei Jahrhunderten. Das Museum Autovision in Alt-Lusheim. Auf drei Etagen können über 120 Fahrzeuge bestaunt werden. Wie entstand die Idee zu einem solchen Museum? Wir haben uns schon immer geärgert in unserer Firma, dass wir manchmal 9 bis 12 Monate suchen mussten, um einen guten Ingenieur zu finden. Wenn wir einen Buchhalter gesucht haben, hatten wir 150 Bewerbungen auf dem Tisch. Also kam ich auf die Idee, einfach anhand eines faszinosen Automobils ein Lehrmuseum aufzubauen, um gerade Schüler in ihrer Berufswahl ein wenig zu beeinflussen, vielleicht doch mehr technische Berufe sich auszusuchen. Die Idee dazu ist eigentlich schon im letzten Jahrhundert entstanden. Ich denke mal 1998, 99 hatte ich so die ersten Ideen. Und zwar habe ich da das erste Mal in der Schweiz das Verkehrshaus in Luzern besucht und war baff erstaunt, wie viele Schulklassen dort in dem Museum geführt wurden und mit ganz einfachen technischen und physikalischen Phänomenen vertraut gemacht wurden. Und seit der Zeit hat es mich nicht mehr losgelassen, bis ich dann im Jahr 2002 den Startschuss zum Bau des Museums Autovision gegeben habe. Am Anfang sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen. Mir war aber dann relativ schnell klar, wenn wir eine Lehrausstellung für junge Leute aufbauen wollen, müssen wir es strukturiert machen. Wir müssen erklären, wenn wir eine Einführungsausstellung machen und hat einen Aspekt, die Zukunft hatte auch eine Vergangenheit, darf es nicht aussehen wie in einem vergleichbaren Automobilmuseum oder Oldtimermuseum, wo ein Cadillac neben Isetta steht, wie ich immer gerne sage. Das bringt die jungen Leute ins Erstaunen, aber sie lernen dabei nichts. Also haben wir uns überlegt, wir müssen das ganz zurückgenommen anhand einer einzigen Marke versuchen zu dekorieren. Also so sind wir auf die naheliegendste Firma NSU gekommen in Neckarsulm, weil sie von Anfang an eine Fahrradentwicklung begleitet haben, sie war die erste Motorradfabrik der Welt und sie waren beim ersten Vierradfahrzeug auch dabei, indem sie für den Daimler und Herrn Maybach den sogenannten Daimler Stahlradwagen entwickelt und gebaut haben. Das war der Grund, dass wir uns für diese Marke entschieden haben. Dabei haben wir aber völlig übersehen zum damaligen Zeitpunkt, dass es zwar Nachkriegsfahrzeuge gibt, die man käuflich erwerben kann, aber wenn es darum geht, Vorkriegs-NSU-Fahrzeuge zu finden oder überhaupt zu suchen, war das wohl ein zu großes Unterfangen. Das hat sich dann in der Summe auf fast 12 Jahre hingezogen, bis wir da eine repräsentative Anzahl von NSU-Vorkriegsfahrzeugen beisammen hatten, die wir dann in der Folge natürlich auch erstmal restaurieren mussten. Wir haben nur ein einziges Auto gefunden, das man ohne Restauration ins Museum stellen konnte. Alle anderen leider im sehr desolaten Zustand. Wir sind ein besonderer Ort in zweierlei Hinsicht. A1 beheimaten wir weltweit das erste Wankelmuseum. Zweitens sind wir Europas erstes Museum, das Mobilität der Zukunft thematisiert hat. Das wundert uns bis heute. Wir waren eigentlich immer der Meinung, das wäre die originäre Aufgabe der Autoindustrie, ihre späteren Käufer auf die mögliche spätere Zukunft vorzubereiten. Aber sie haben alle bis dato mit Millionenbeträgen Oldtimer-Museen aufgebaut, Werks-Oldtimer-Museen, wo sie ihre eigene Geschichte glorifizieren. Das meine ich also nicht besetzt, sondern so wie es einfach auch dekoriert wird. Aber das ist, denke ich, nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen die jungen Leute helfen, ihre eigene Zukunft besser zu begreifen und sie dabei begleiten.